Ein erkittenes Glück. Hallo liebe Modellbau-Community, ich bin der Oschi von der Modellbauseite.at und seht mal, was ich euch heute zeigen kann. Einen Stone Tower mit Brücke und dieser Falltür da, Maßstab 1 zu 72 von der Firma Zwetzda. Ja, wir haben da einen relativ alten Bausatz, passend heuer 2024 habe ich ja schon angekündigt, Firma Zwetzda wird eine Burg wieder rausbringen und im Prinzip ist dieser Steinturm mit dem Eingangstitel da eben ein Vertreter bzw. ein Part dieser Burg und ja, schauen wir uns das Teil halt einfach mal an. Verpackung sagt uns sonst nichts, legen wir einfach einmal zur Seite, schauen wir uns die Bauteile an. Wir haben da eben diese Turmbauteile. Ihr seht, da sind immer wieder so Ausnahmen auf der Innenseite, wo man eben anzeichnet, wenn ich jetzt umbauen will, wo ich da eben was ausschneiden soll. Also da zum Beispiel oder da, wenn ich eben so einen Durchgang haben will, einen Titel haben will, dann trenne ich das Ganze da aus. Ich habe da vorne die Steinstruktur und ja, da wird das Ganze dann einfach dementsprechend ausgeschnitten, ne? Ja, was mir bei den Bausätzen besonders gut gefällt, ist eben diese Steinstruktur, weil das ist echt schön. Also ich probiere euch das da wieder im Detail zu zeigen. Sind so unregelmäßige verschiedene Steine. Echt eine schöne Oberflächen, kann man mit diversen Maltechniken richtig viel rausholen. Ist echt eine richtig coole Sache. So wie da oben, da ist so ein Boden. Dürdel noch drinnen, das ist leider angossen, aber die Dinger eignen sich ja super zum Umbauen. Wenn das da alles ein bisschen zu eckig ist, ne? Also wir haben da eben auf die Innenseite leider keine Struktur, das wäre von der Umsetzung echt gar nicht ohne, aber im Prinzip da kann man auch selber ja noch ein bisschen nachgravieren, wenn man will. Also ihr seht eh, wir haben da genug Plastik, dass man da selber mit dem Dremel zum Beispiel dranfahren und dann noch ein bisschen was eingravieren. Wir haben da auch genug Material, dass wir sagen, das ist uns zum Beispiel zu eckig, das Ganze. Wir kratzen das da mit der Feile zum Beispiel ein bisschen ab, runden das Ganze ein bisschen ab, kratzen das da ein bisschen ein und das Ganze schaut schon wieder ein bisschen natürlicher aus. Aber grundsätzlich gilt für mich, die Basis ist da echt gut. Also wie gesagt, diese Basis Steinstruktur schaut jetzt echt nicht verkehrt aus. Wir haben da dann eben noch so ein Spritzling dabei, logischerweise. Wir haben ja da verschiedene Turmsegmente, also da haben wir einen Zwischenboden auch. Wir haben eben vorne hinten das Tor, logischerweise. Und dementsprechend sind es da einfach die gleichen Bauteile wieder mit diesen Optionen. Was haben wir da noch? Eben alternative Anbauteile haben wir da noch. Also was heißt Alternative? Wir haben da einerseits das Falltürtel, was wir geschlossen offen einbauen können oder halb zu, wie auch immer. Wir haben da oben so ein Zugding, was wir uns da zusammenbauen können für die Zugbrücke, dass wir die auf und zu machen können. Zugbrücke da, sehr schön umgesetzt, da ist echt lässig. Einen Fahnenmasten haben wir da. Auch diese Falltür da, das Gitter, das schaut echt cool aus, gefällt mir auch gut. Da auch diese Holzstruktur von der Zugbrücke, finde ich auch relativ schön umgesetzt. Also da hat das Basismodell grundsätzlich schon mal Hand und Fuß. Und da haben wir noch alternative Türen auch dafür, dass man eben auf der Innenseite auch noch eine Türen drauf machen kann. Oder auf der Außenseite, also wie gesagt, da ist man ja sehr flexibel, da gibt es dann auch noch diese Einhängung, wo man eben noch das Holzding umtut. Ja, da haben wir dann noch ausdruckt einfach ein paar Flaggen dabei, das ist einfach nur auf Papier gedruckt, könnte man ausschneiden und am Turm noch aufhängen, wenn wir wollen. Und was auch noch sehr cool ist, das war auch noch dabei, ich hoffe, das machen sie bei der Wiederauflage auch. Also da haben wir eine originale Metallkette dabei, die dann für die Zugbrücke ist. Und das ist echt eine coole Sache, weil dadurch wird eben das Segment da oben sehr realistisch umgesetzt. Gefällt mir voll, dass das dabei ist.
werfen wir einen Blick in die Bauanleitung. Also ihr seht, das ist die Burg, die zwar jetzt eigentlich plant, dass die heuer wieder am Markt kommt. Und im Prinzip ist ja dieser Turm, also dieser Eingangsbereich, genau das, was bei der Burg da in der Mitte dabei wäre. Ja, Bauanleitung eben, ihr seht, da haben wir eben das Eingangsteil da, die Falltür, die Zugbrücke, die Zugbrücke meine ich natürlich, die, was man da eben über die Ketten verbindet, was auf- und zugezogen werden kann. Da sieht man, da kann man diese Falltür einhängen, das Fallgitter. Da baut man diesen Turm rundherum zusammen. Da sagen sie dann, je nachdem, wo man einen Durchgang haben will, muss man das halt im Vorfeld ausschneiden. Aber im Prinzip ist dieser Bausatz relativ selbsterklärend. Also da brauche ich nicht weiß gerade was an Infos. Ich sehe, da ist der erste Zwischenbereich, wo wir sagen, wir haben eben das Gitter drinnen, wir haben die Zugbrücke drinnen und wir haben auf der anderen Seite nehmen wir das Dürdel, was wir rein tun können, was da dann noch zugehängt wird. Also so können wir unser Burg schön absichern. Und ja, das ist dann halt logischerweise konzipiert, dass da dann einfach die Mauerstücke drankommen und mit den Mauerstücken einfach diese Burg weiter entsteht. Also es ist im Prinzip, diese Anleitung ist einfach eine Auszugsanleitung aus dem Ganzen. Ja, leider gibt es das als Einzelteile nicht mehr. Früher hat ja Zwetzda diese Burgelemente als Einzelteile gehabt, wo man eben selber variabel da weiterbauen hat können, wo man da diese Stücke gekriegt hat, die Aufsätze, dass man da rechts und links weiter vorne noch Türme separat gekriegt hat und. Ja, gibt es leider nicht mehr in der Form. Sind wir froh, dass die Burg rausbringen. So ein Bausatz wie der war, eignet sich halt natürlich auch super für ein kleineres Diorama, dass ich zum Beispiel sage, ich nehme den Turm, ich baue dann selber rechts und links ein bisschen Mauer noch dran und mache da zum Beispiel irgendeine Angriffssequenz oder so, stelle da ein paar Bogenschützen auf, mache da irgendeinen Wagenkonvoi, der da gerade drüber reinduckelt oder was auch immer. Da kann man auf relativ kleinen, kompakten Raum ein schönes Mittelalter-Diorama bauen, so ein Mini-Diorama, wenn man eben den Platz nicht hat für eine komplette Burg. Wobei das natürlich auch logischerweise mit der Komplettanlage geht. Also auch wenn Zwetzda diese Komplettburg rausbringt, ne, und man sagt, ja, ich habe eigentlich keinen Platz für eine komplette Burg, kann ja nur diesen Part da machen, da komme ich auf relativ engem Raum aus und stelle da Figuren dazu, mache da vielleicht eine Angriffsszene oder mache einfach nur so eine Mittelalter-Szene mit Händler und was weiß da ich oder ein Festl oder ein Turnier durchaus möglicher. Also da gibt's richtig viel coole Sachen zu machen. Ja, damit habe ich euch das einmal gesagt als Einleitung. Ich werde euch sicher in einem Video noch die komplette Burg zeigen, die ich habe. Das werden wir anders mal machen. Ja, in dem Sinn, gesehen habt ihr es einmal. Mehr gibt es auf jeden Fall davon. In dem Fall, was haben wir da? Ja, nachdem es mir jetzt so oft drüber gehauen hat, die Zugbrücke stelle ich bei. Es war meine Freude. Bis zum nächsten Mal.